Das sind 9 Geldfresser, die dein hart verdientes monatliches Einkommen innerhalb von Minuten schmelzen lassen. Gerade jetzt, besonders durch TikTok und Shortform, hat sich der sinnlose Konsum und die Anhäufung von Geldfressern verändert und wir haben eine fast 40%ige Steigerung im Konsumverhalten gesehen. Deswegen haben wir nun einmal all unsere Ausgaben heruntergebrochen und realisiert, dass wir ziemlich große Ausgabenfelder haben, die sich unbewusst immer mehr eingeschlichen haben. Aber diese versteckten Ausgaben lassen sich in 9 konkrete Ausgabensegmente sortieren, bei denen ich langfristig einen Unterschied von über 100.000 Euro an Ersparnis machen kann. Und es beginnt mit Ausgabe Nummer 1. Die Bankingkosten bzw. Depotgebühren. Wie der aktuelle Hype um Aktienmärkte zeigt, sind die meisten Menschen nicht nur daran interessiert, Geld zu sparen und zurückzulegen, sondern eben auch anzulegen. Aber die meisten Menschen machen bereits vor dem Anlegen schon den ersten Fehler. Im Regelfall läuft es so ab. Die meisten Menschen, die anfangen wollen zu investieren, gehen zu ihrer Sparkasse oder Hausbank, bei der sie schon den Großteil ihres Lebens ihr Geld liegen haben. Nur haben diese Filialbanken ein Problem. Sie sind extrem teuer. Ordergebühren, versteckte Kosten im Spread der Aktie und Prozente vom Depotwert als Gebühren auf jährlicher Basis. Das kann sich je nach Transaktionsvolumen und Häufigkeit auch ganz schnell auf 50 Euro an Kosten pro Monat summieren, was 600 Euro im Jahr und 6.000 Euro über 10 Jahre sind. Also kein unwesentlicher Geldbetrag. Aber auch hier ist die Lösung eigentlich recht naheliegend. Es gibt super viele Neobroker, die nicht ansatzweise so hohe Kosten erheben, da sie keine Filialen besitzen und deswegen auch keine hohen Betriebskosten haben. Es lohnt sich also einmal bei diesen vorbeizuschauen, da diese deutlich günstiger sind. Gerade Trade Republic hat eine der benutzerfreundlichsten Interfaces und durch die niedrigen Ordergebühren können dort die monatlichen Kosten auf 1 bis 2 Euro reduziert werden, was langfristig natürlich auch wieder einige tausend Euro spart, pro Monat 20 bis 40 Euro. Aber wir müssen eben auch über mehr versteckte Kosten reden, was uns zum nächsten Punkt führt. Abonnementfallen. Das verwirrt dich jetzt vielleicht, weil Abo-Fallen eigentlich total erkennbar sind. Vielleicht haben sie früher mal funktioniert, aber tatsächlich gibt es heute noch ein viel größeres Problem. Denn wenn du einem Menschen die Wahl gibst, ob er etwas einmal bezahlt oder stückchenweise, wird er meist die Option nehmen, die im Augenblick günstiger erscheint. Und diese Taktik machen sich vor allem DAZN, Sky oder auch Netflix zunutze, indem sie den ersten Monat Abo-Service verschenken, wobei du natürlich schon deine Zahlungsmethoden angeben musst. Und genau da fängt das Problem an. Das ist der Grund, warum 80% der Deutschen pro Monat über 100 Euro an Abo-Diensten bezahlen, die sich jedes Jahr automatisch verlängern. Über 10 Jahre gerechnet sind das ganz schnell einmal Kosten von 10.000 bis 20.000 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Was gerade in der Rente einen erheblichen Unterschied machen kann, wenn man sich einmal die Altersarmut ansieht. Aber es gibt natürlich auch eine Strategie zur Lösung. Am einfachsten ist es, wenn du dir einmal die häufigsten Geldfresser-Abos ansiehst, wie Fitnessstudio, Apps, Streamingdienste oder Kreditkarten. Und ab diesem Punkt dann einmal radikal ehrlich zu dir selbst bist, wie oft und wie sinnvoll sind diese Ausgaben wirklich für dich? Denn oft ist es so, dass wir gerade bei Abos nur eine einzige Sache sehen oder brauchen und dann aber vergessen zu kündigen. Genauso lohnt es sich, Tarife wie Handy oder Strom und Gas öfter als einmal zu beobachten, da man dort eben auch Schnäppchen machen kann, da diese Verträge auch auf Jahresbasis laufen. Auch wenn das Sparpotenzial hier insgesamt nur bei 50 Euro pro Monat liegt. Aber jetzt geht es um einen interessanten Part, den die meisten eigentlich für einen Schutz halten. Versicherungen. Wir alle kennen diesen einen Typen, der uns nach der Schulzeit anschreibt und fragt, ob wir eine PKV haben. Ich bin mir sicher, jeder hat schon einmal diese Nachricht gesehen. Aber die meisten Menschen machen den Fehler zu glauben, dass es dabei nur um so etwas geht. Es geht aber eigentlich um viel mehr. Schauen wir uns als Beispiel mal die typischen Versicherungen eines Durchschnittshaushaltes an. Das sind im Durchschnitt 6 Verträge, die entweder einmal pro Jahr oder einmal pro Monat fällig werden. Und das sind zwischen 100 und 150 Euro monatlich, was ganz schnell mal über ein Jahrzehnt mehrere tausend Euro kostet. Aber da fängt das Problem noch gar nicht an. Gerade bei Alters- oder Objektversicherungen ist das ganz besonders typisch, da die meist einfach nur verkauft werden, weil die Provisionen dort am stärksten sind, also für den Versicherungsmakler. Deswegen geht das Ganze natürlich deutlich günstiger. Denn Versicherungen solltest du eigentlich nur abschließen, wenn dich der Schadensfall wirklich deine gesamte Lebensgrundlage kosten könnte. Also beispielsweise, wenn dein Haus abbrennt. Deswegen lohnt es sich gerade bei den Sachversicherungen und bei der Versicherung für Altersvorsorge genauer hinzuschauen und dann einmal deutlich zu überlegen, welche davon wirklich notwendig sind und wo du im Notfall dann doch nochmal Geld sparen könntest. Denn auch hier kannst du bis zu 50 Euro pro Monat sparen. Das spart dir zwar die ersten 100 Euro, aber noch lange nicht den großen Ausgabenberg. Was uns zu dem nächsten Punkt führt. Autos. Die meisten Menschen machen den Fehler zu glauben, dass es hier nur um den Wertverlust oder Benzin geht, was gerade in den letzten Jahren immer teurer wurde. Aber das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Und das sind die monatlichen Fixkosten, die das Auto mit sich bringt. Zum einen wären da die Stellplatzkosten, die aus dem tatsächlichen Stellplatz an deinem Wohnort resultieren, sowie die Extrakosten, wenn du bei Terminen in der Stadt oder auf der Arbeit parken musst. Zum anderen sind es aber auch alle Kosten, die das Auto instand halten, wie die Versicherung, die dich jeden Monat kostet, die Wartungskosten durch Ölwechsel und Werkstattbesuch,
Arztbesuche und die Finanzierungskosten in Form von Zinsen, da die wenigsten Menschen ein Auto bar kaufen. Das alles kann sich allein im Monat auf knapp 300 bis 500 Euro an Kosten belaufen. Aber diese Kosten kann man senken mit einigen einfachen Überlegungen. Zum einen wäre die Option des kompletten Verzichts, was vor allem in Großstädten Sinn macht, da dort der öffentliche Verkehr oder das Fahrrad vollkommen ausreicht, um mobil zu sein. Aber solltest du nicht auf das Auto verzichten können, gibt es natürlich auch die Möglichkeit auf Carsharing oder einen Gebrauchtwagen mit niedrigem Verbrauch zu wechseln. Die Frage ist nur, spart man dort am Ende wirklich? Mit dem Fahrrad bist du wahrscheinlich am günstigsten, da deine monatlichen Kosten praktisch auf Null gehen, vor allem im Sommer ist das empfehlenswert. Bei der Bahnkarte und Carsharing sieht es natürlich etwas anders aus, aber auch hier lässt sich sagen, dass man zwischen 100 bis 300 Euro je nach Nutzungsdauer sparen kann. Aber reden wir mal über einen größeren Kostenfaktor. Das Wohnungsdilemma. Und das ist nicht so simpel, wie du denkst. Die meisten Menschen gehen bei der Suche nach ihrer Wohnung so vor, dass sie dem Makler sagen, hey, ich hätte gerne etwas für 850 Euro und möchte es so schön wie möglich haben. Das Problem ist dabei nur, wir fangen sofort an, uns einen Standard zu setzen, dass wir nur noch solche Wohnungen oder größere in Betracht ziehen wollen. Zudem gehen wir im Regelfall 50% unseres Netto-Monatsgehaltes dafür aus, etwas zu mieten, was wir sowieso nur 8 Stunden zum Schlafen und 2 Stunden fürs Essen und Fertigmachen nutzen. Sprich, 850 Euro im Monat kosten für etwas, das wir nur ein Drittel des Tages nutzen, an dem wir nicht mal wach sind. Ich würde daher einen smarten Weg wählen. Zum Beispiel glaube ich, dass dies hier die schönste Wohnung jemals ist, denn sie vereint zwei Kernkonzepte, die die meisten Menschen beim Sparen nicht verstehen. Erstens, das Wunschtraumdilemma. Gerade bei der Besichtigung der ersten Wohnung oder des ersten Hauses machen viele Menschen den Fehler zu schauen, was ist das Maximale, was ich ausgeben möchte? Wie viele Bäder oder Zimmer will ich haben? Und all diese anderen Standards. Während es eigentlich viel klüger ist, es genau andersrum zu machen. Was reicht minimal zum Leben? Was brauche ich alles nicht? Das nimmt schon mal den ersten Kostenblock weg, aber es gibt noch zweitens den Use Case. Deine Wohnung sollte eigentlich nur der Ort sein, an dem du schläfst und zur Ruhe kommst und vielleicht noch etwas isst. Der Rest deiner Aktivitäten, Arbeit, Freunde treffen und so weiter, findet im Regelfall außerhalb statt. Deswegen solltest du deine Wohnung auch wirklich nur nach dem Ding ausrichten, die du darin tust. So richtest du dich an ein Budgetminimum und kannst hier auch 200 bis 400 Euro pro Monat sparen. Das spart uns zwar die meisten Fixkosten, verändert aber nicht unser normales menschliches Verhalten, was uns zum nächsten Punkt führt. Impulskäufe. Impulskäufe haben eigentlich schon immer dafür gesorgt, dass am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto ist. Und sobald du eine teure Sache wie ein Parfüm oder ein Pullover aus Frust gekauft hast, bleibt immer weniger Geld übrig, um es in sinnvolle Dinge wie Bildung oder Entertainment zu investieren. Das geht sogar so weit, dass wir durchschnittlich im Monat für Kleidung, Tabak, Gastronomie und so weiter bis zu 500 Euro ausgeben. Also fast 6.000 Euro pro Jahr nur durch Impulskäufe. Aber es gibt drei smarte Wege, das Ganze zu umgehen. Erstens, Impulskontrolle. Normalerweise, wenn du den Drang hast, etwas zu kaufen, wird ganz schnell etwas online bestellt. Aber um genau diesen Impuls zu unterdrücken, gilt, lege einmal alles in den Warenkorb und bevor du das Ganze bestellst, wartest du und das über Tage, wenn nicht sogar einen Monat. Da wir im Regelfall Impulskäufe aus Emotionen heraus tätigen, geben wir ihnen damit genügend Zeit, um abzukühlen. Solltest du nach 30 Tagen den Warenkorb wieder öffnen und dann immer noch das Gefühl haben, dass du das wirklich brauchst, dann solltest du auch vielleicht es wirklich bestellen. Zweitens, Realitätscheck. Frage dich, ob das, was du jetzt gerade kaufst, für dich wirklich einen Wert in 10 oder mehreren Jahren hat. Oder wie Jimmy Carr einst sagte, There's nothing you can buy in a shopping mall that you will give a f**k about in 10 years. Drittens, die Jay-Z-Regel. Wenn du dir die Sache nicht zweimal leisten kannst, ohne finanzielle Probleme zu bekommen, dann kannst du sie dir wahrscheinlich auch gerade nicht leisten. Das ist jetzt geklärt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Opportunitätskosten plus Inflation. Es überrascht mich immer wieder, wie viele das eigentlich nicht wissen, aber in den letzten 3 Jahren im Business habe ich etwas festgestellt und das ist eigentlich ein riesiges Problem. Sobald die meisten Menschen anfangen, das erste Mal wirklich Geld zu verdienen, wird es extrem gehortet und das auf dem Tagesgeld- oder Girokonto. Nicht nur, dass das kein guter Ort ist, um sein Geld rumliegen zu haben, viele verpassen die Chance, wirklich etwas daraus zu machen und verlieren durch die Inflation und die verpassten Möglichkeiten der Geldanlage bares Geld. Teilweise tausende Euro an nicht wahrgenommenen Möglichkeiten, je nach Summe, die du einfach rumliegen lässt. Deswegen solltest du, sobald du das erste Mal Geld gespart hast, eine dieser zwei Dinge tun. Erstens, solltest du ein eigenes Business haben, solltest du unbedingt anfangen, dein Geld in dein Business zu reinvestieren und damit mehr Umsatz zu erzielen. Sonst lässt du einfach nur dein Return on Invest auf der Strecke liegen. Zweitens, in einen ETF oder eine andere Anlage stecken. Denn wenn man mal das Ganze vergleicht, was passiert, wenn man 10 Jahre lang Geld auf dem Konto rumliegen hat? Es verliert im Schnitt 25% an Kaufkraft. Wenn das Geld aber angelegt wird, kommen wir ganz schnell auf bis zu 108% Wertzuwachs mit einem konservativ gerechneten ETF. Aber das bringt uns direkt zum nächsten Problem.
Das Schuldenproblem. Konsumschulden bei einer Bank wie Geld für das Auto oder privat genutzte Immobilien haben schon immer das Problem, dass sie meist sehr schwer zurückgezahlt werden. Wenn fast 40% deines monatlich verfügbaren Einkommens für eine Schuldenrate draufgehen, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein spontaner Kostenpunkt dazukommt. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto hat eine Panne oder dein Haustier braucht eine weitere Operation. Das kostet sehr schnell ein paar hundert Euro und damit stockt die Abbezahlung des Kredits. Das Problem damit ist, dass du Anschlussfinanzierungen beantragen musst und dein Schuldenberg langsam oder gar nicht schrumpft, was vor allem durch die aktuell sehr hohen Zinsen einige 100 bis 1000 Euro pro Monat kosten kann, je nach Schuldenberg. Aber auch hier gibt es eine simple Lösung. Du hast nun einmal den Schuldenberg und von alleine geht er leider nicht mehr weg. Deswegen solltest du unbedingt immer direkt nach Gehaltseingang am Anfang des Monats sofort deine anfallenden Tilgungs- und Zinskosten bezahlen, sodass du nicht in die Gefahr gerätst, dass das Ganze versehentlich doch noch ausgegeben wird und du damit noch länger in Anschlussfinanzierungen kommst. Aber falls dir das Ganze noch nicht reicht, kannst du natürlich auch mit der Bank oder dem Darlehensgeber darüber sprechen, ob du deine Schulden schneller abbezahlen kannst durch höhere Tilgungen oder einem Sofortausgleich. Jetzt haben wir 8 Geldfresser von Autos bis hin zu Schulden angesehen, aber der 9. Geldfresser ist der, bei dem die meisten Menschen 10.000 bis 100.000 Euro alle 10 Jahre an Geld verschwenden und das richtig unbewusst. Suchtprobleme. Und nein, damit meine ich nicht nur Rauchen, Trinken oder Glücksspiel, die zwar auch einen erheblichen Schaden anrichten, sondern eine neue Sucht, die sich gerade im Social Media immer weiter verbreitet. Wie uns ganz besonders Instagram heute immer wieder zeigt, leben die meisten Menschen nicht mehr für sich selbst, sondern für ein Porträt von sich selbst im Internet. Und wie wird das von den meisten ausgeführt? Selbstinszenierung. Das Konzept von Selbstinszenierung und Anpassungszwang ist echt gefährlich. Es sorgt nicht nur dafür, dass wir uns selbst nach außen als jemanden darstellen, der wir gar nicht sind, sondern auch dafür, dass wir eben genau dafür Geld ausgeben. Es wird sehr oft, vor allem bei jungen Menschen, darüber gesprochen, wer wo war, welche Statussymbole jemand besitzt. Und das Ganze wird zu einem Sehen und Gesehenwerden-Spiel. Und das sorgt für eine Abwärtsspirale, in der jeder jeden versucht zu übertreffen. Was natürlich damit verbunden ist, dass man Geld ausgibt, um zu zeigen, was man hat. Fancy Dinners, Urlaubsorte ohne Ende, Handtaschen, Uhren, Autos etc. Und der Grund, warum das Ganze funktioniert? Biologie. Wir zeigen permanent, was uns qualifiziert zum Thema Fortpflanzung, da gerade das der Dreh- und Angelpunkt der Evolution ist. Und das durch Dinge, die soziale Anerkennung fördern, wie auf Partys gehen und trinken oder eben eine gewisse Statussucht. Und wenn man permanent zeigt, was man hat, bleibt dann irgendwann nichts mehr übrig, was man zeigen kann. Deswegen ist es super wichtig, nicht arm zu werden, indem man versucht, reich auszusehen. Gerade wenn du all diese Sparmöglichkeiten zusammenrechnest, ergibt sich hier meist ein Einsparpotenzial von 500 bis zu 1000 Euro pro Monat, da es leider statistisch gesehen so ist, dass wir fast 2/3 unseres Einkommens in nicht lebenswichtige Dinge ausgeben und einfach nur unnötig konsumieren. Wenn du also wirklich etwas über das Thema Finanzen, Geldanlage, Geld verdienen und persönliche Entwicklung lernen möchtest, solltest du jetzt abonnieren. Hier geht es noch zu 2 weiteren sehr hilfreichen Videos und bis dahin wünsche ich dir natürlich viel Spaß beim Zusehen dieser Videos, viel Erfolg und bis dahin, dein Maurice.